Leute, das heute ist der zweite Stellplatz, den wir euch gerne vorstellen möchten. Dieser Stellplatz hier ist in Herzogenburg. Ganz genau. In Niederösterreich. Genau, wieder in also auch wie der letzte schon in Niederösterreich. Genau, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. In der Nähe von St. Pölten. In der Nähe von St. Pölten, genau. Ja. Also kommt mit und schaut mit uns diesen Stellplatz an. Genau. Let's go! Also, Station Nummer 1, Strom. Es gibt Strom und er kostet 1 Euro für, wo steht das? Wo steht das? Das ist Wasser. Ja, schon, aber wo steht das, wie viel der Strom kostet? Münze einwerfen, versteckt das? Seid ihr live beim Herausfinden dabei, wie wir das herausfinden? Das ist eben so, weil wir selten Strom brauchen. Deswegen. Schau auf die andere Seite, vielleicht ist da was. Nee, ich habe schon Da geschaut. steht auch nichts. Okay. Okay, also 1 Euro, aber für wie viel Kilowattstunden? Normalerweise sollte das angeschrieben stehen. Für 2 Kilowattstunden. So. Einmal 1 Euro für pro 2 Kilowattstunden. So. Ja, das ist zum Strom. Es gibt 1, 2, 3, 4 Steckdosen. Dann gibt es auch Wasser. Circa 90 Liter kostet ebenfalls 1 Euro. Und hier braucht ihr 1 Euro Münzen. Ganz wichtig zu wissen. Ja, das ist alles. Also 1 Euro Münzen, die schmeißt man hier rein und bekommt dann 4 Minuten Wasser, was circa 90 Liter darstellt. Ja, danach gehen wir hier weiter. Hier ist das Abwasser für Chemieklo oder auch für sonst irgendwelche Abwassersachen, die man jetzt nicht unbedingt in den Boden leert. Da ist auch das Frischwasser und das wäre dann hier. Ist es schon offen? Nein, ist noch nicht offen. Also dieses Frischwasser ist noch nicht zugänglich. Aber dafür ist es. Achso, Blödsinn. Ja, warte mal. Müsste es auf den Spüler hier, auf den Spüler, der hier ist, da, auf den Spüler drauf drücken. Genau, das ist ein Knopf zum draufdrücken. Ja, das ist der da. Ja, wenn da Für Wasser da rauskommt, dann. ist es Wasser Ja, eingeschalten. Aber genau. da kommt jetzt kein Wasser raus. Nein, weil da müsstest du ja Geld einwerfen dafür. Stimmt. Aber warte mal, wann ich da auch ein Wasser habe? Nein. Ach so, nee. Okay, also ist da das Wasser zum Einwerfen, damit da das Wasser rauskommt. Okay, ist in Ordnung. Gut. Wir entdecken ihn live und ungeschnitten für euch. Und hier ist dann das Abwasser zum Ablassen. Also für Wohnmobile, die eben einfach nur das nach unten ablassen können oder wollen, die können dann hier das entsorgen. Ist aber zu empfehlen, dass hier nur Grauwasser abgelassen wird und kein Schwarzwasser. Schwarzwasser eben da in diese Box. Für alle, die nicht wissen, was Grauwasser und was Schwarzwasser ist: Grauwasser ist Hände waschen, duschen und wo ist noch Grauwasser? Ja, Hände waschen, duschen, abwaschen. Und Schwarzwasser ist Pipi Gaga. Hier ist nicht zu parken, das sollte ich noch dazu sagen, sondern nur zum Entleeren und nur zum eben Ver- und Entsorgen. Und so wie wir das jetzt verstanden haben, früher war es so, dass hier der Parkplatz war für die Campingbusse zum Stehen.
Das ist aber jetzt neu gemacht worden. Da ist ein Spielplatz gemacht worden und da haben sie jetzt anscheinend den Weg erweitert, weshalb hier Ende ist. Und ich schätze mal, ich vermute jetzt mal, hoffe, dass der Parkplatz jetzt hier sein wird, denke ich mal. Es ist jetzt noch nicht genau ausgeschildert, aber ich gehe mal stark davon aus. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das war's eigentlich schon. Herzogenburg, was kann man noch zu Herzogenburg sagen? Es gibt hier hinten einen super schönen Spielplatz, den sie neu angelegt haben. Genau, das habe ich vorhin gesagt. Mhm. Was kann ich noch sagen? Hier ist eine riesengroße Sportanlage für sämtliche Sportbegeisterte, wo auch immer man hindenkt. Und es ist gleich, Herzogenburg kann man eigentlich zum Einkaufen, man kann es zu Fuß erreichen, man kann es aber auch ganz, ganz leicht mit dem Fahrrad erreichen. Weil viele haben ja Fahrräder mit. Mit dem Fahrrad bist du in 5 Minuten überall, wo du sein willst. Also Spar, Lidl ist gleich in der Nähe. Also und man ist auch gleich neben der Autobahn. Also die Autobahn ist auch gleich in der Nähe. Ja, und St. Pölten ist auch gleich in der Nähe. Es ist St. Pölten gleich in der Nähe, genau. Und auch in Herzogenburg selber gibt es auch ein paar Sachen. Darf man gerne selber herausfinden. Okay, die Koordinaten zu diesem Platz blenden wir jetzt ein. Gut. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr gibt es jetzt so von unserer Seite aus zu diesem Platz eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Und ja, dann freuen wir uns schon auf den nächsten Stellplatz, den wir euch vorstellen dürfen. Ciao! Ciao, Papa!